So, weiter geht's. Ich muss ja noch. Irgendwie. Hallo Maus! Was machst du? Ah, der war's. Der war schuld. Okay. Gut. So, hallo, liebe Leute, zu einer weiteren Folge von Stadtfilmabend. Ich weiß jetzt gar nicht, welche Folge das ist. 7, 8, 9, 12, 24. Ich habe keine Ahnung, aber es ist immer noch die zweite Staffel. Und ja, wir laden mal den neuesten Spielstand und hoffen, dass wir nichts übersehen haben, was wir noch hätten wissen müssen. Gut. Kann ja schon mal vielleicht blöde Handtuch abnehmen hier. Ja. So, da sind wir. Jäger ohne Fernkampfwaffe. Okay, warten wir mal. Wer ist denn unser Jäger ohne Fernkampfwaffe? Jefin. Okay, Bench hat einen Bogen. Carsten hat sogar eine Pistole. Alle haben was, außer Jefim. Haben wir hier noch eine Waffe liegen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Nein, hier ist keine mehr. Okay, das heißt, gut, Carsten schläft gerade. Kann Jefim hier was bauen? Nicht möglich, kein Material. Ah, wir brauchen also noch Holz. Das ist das Problem hier. Yep. Okay. Ach, die Augenklappen. Bringt das was, wenn wir Nussi eine Augenklappe aufsetzen? Ja, dann sieht er auf dem Auge, wo er, obwohl linkes Auge 10 von 10, Effizienz 50. Sehen 88%. 88%. Ja, wenn wir ihm das, die Augenklappe verpassen, dann hat er ja nur noch das eine Auge. Dann wird das nur noch schlimmer. Okay. Aber 6 soll ich noch herstellen von den Bögen. So. Das ist aber eine sehr malerische Basis hier. Haben wir noch Strom? Wir haben jede Menge Überschuss, ja. Okay, das heißt, wir könnten draußen auch ein paar von den Selbstschussdingern wieder hinstellen. Hier könnte man einen Durchgang machen und dann bauen wir uns hier unsere Killbox hin. Hier ist dann auch gleich wieder noch ein Feld, wo wir zur Not noch so ein Ding hinstellen können. Haben wir das noch? Ja, wir haben noch die Gerätschaften dafür. Und dann bauen wir hier. Eigentlich wollte ich hierfür eine Waffe geben jetzt. Und hieß der nicht Jefim in der ersten Staffel? Habe ich den falsch geschrieben hier? Jetzt ist er Jefin. Okay, warte mal, das ändern wir. Ah, nein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er das neulich noch. Nuno, was sagst du? Wie hieß der? Jefim oder Jefin? Dein Bruder. Hier war das, der. Jetzt hat er Jefin als Spitznamen. Jetzt steht in seinem Pass, steht Jefin, aber seine Freundin nennt ihn Jefin. Okay, Koloniepionier. Okay. So, aber wir wollten ja hier eine Killbox bauen.
So. Das hier bauen, dann haben die Deckung, ne? Wenn wir hier eine Wand hinbauen. Aber wenn die dann zu den Seiten gehen, dann müssen die sich aufteilen. Also machen wir das mal so und hoffen, dass das irgendwie sinnvoll ist. So, und dann brauchen wir Security-Strukturen. Sicherheit da. Ja, Corona. Hier. So, das sieht doch schon mal nach was aus. Hier könnte man dann auch wieder Hüfthohe als Deckung, Hüfthohe Barrikade als Deckung. Okay. Bauen wir hier noch mal was hin. Und hier. Gut, das sieht aus nach etwas, womit man arbeiten kann. Dann müsste man hier noch Fallen einbauen. Aber das lassen wir erstmal. Erstmal soll das fertig werden hier. Ach so, und wir brauchen hier Holz brauchen wir, sonst kriegen wir das gar nicht fertig. Nashörner. Funktioniert nur bei rauen Steinoberflächen? Was? Ah, siehst du, Carsten ist schon an der Forschung dran. Dann können wir hier dieses unschöne Holzgedöns wegmachen. Haben wir jemanden, der minen kann? Alle können minen, okay. Dann soll er das mal weghauen, damit wir hier durch können und auch das Ding an Strom anschließen können. Psychisches Brummen, schwach weiblich. Jeder weibliche Kolonist spürt eine Welle von Angst und Wut. Eine weit entfernte Maschine des Hasses. Rührt sich. Sie projiziert über einen Orbitalverstärker ein psychisches Brummen an diesen Ort auf einer Frequenz, die scheinbar nur das weibliche Geschlecht erfasst. Die Stimmung einiger Kolonisten wird sich über die nächsten Tage deutlich verschlechtern. Okay, schade. Ich bin übrigens schon wieder auf der falschen Seite, ne? Aber ich gucke jetzt in die richtige Richtung. Hier ist die Kamera. Insofern passt das schon. Gut, also. So, dann brauchen wir noch mehr Stromleitungen. Was war das? Quest verfügbar. Cantus Überlebende? Nee, jetzt nicht. Erstmal soll die Basis funktionieren, finde ich. So. So. Verbunden. Also, wenn es fertig ist. Alle krank hier? Ach, wir hatten Schlafkrankheit. Genau. Okay. Das ist aber ein cooles Krankenzimmer geworden mittlerweile. Bis auf diesen Fleck hier. Kerstin bricht zusammen. Jo, Carsten. Cool. Komm schon, Carsten, kann noch nicht so lange dauern. Wunderbar. Also, das war jetzt die Geothermie, Nährstoffpaste. Pumpe zum Entwässern, sehr gut.
Röhrenfernseher. Okay. Pumpe zum Entwässern. Gut. Dann brauchen wir eine Pumpe zum Entwässern. Und die bauen wir am besten. Ach so, toll. Hier bauen wir eine hin. Hier bauen wir eine hin. Und hier bauen wir eine hin, nur damit das schneller geht. Sehr gut. Dann brauchen wir auch wieder unseren Schiffslandeplatz hier. Das ist am besten in die Basis rein. Aber da haben wir jetzt schon... Was ist das hier? Bumelo, okay. Kritischer Alarm, Risiko, Zusammenbruch. Kerstin, was ist mit dir los? Carsten hat sich von mir geschieden. Leichtes psychisches Brummen. Chemisches Verhungern. Hungrig, leichte Schmerzen, krank. Musste Nussi zurückweisen. Gestörter Schlaf zweimal, nettes Esszimmer, geräumige Umgebung, Meinung von Liebhaber Bench, richtig gemütlich, mäßige Erwartungen. Okay. Ich weiß nicht, ob ich da viel machen kann, weil wir haben, glaube ich, nichts für die chemische Dingsgeschichte hier. Wir könnten mal gucken, ob Kerstin nicht vielleicht... Was ist das hier? Riesenrafflesia. Aha. Hier, genau. Yes, hier könnte man schon mal ernten. Nicht entfernen, du sollst ernten. Ernten sollst du. Kerstin, hier, nimm. Seltene Trumbos. Okay, das wären super Tiere zum Versuchen zu zähmen. Anima-Baum, aha. Ah. Oh, ist Kerstin jetzt zusammengebrochen oder was? Kann sie das essen? Ist Ambrosia, Kerstin! So, dann gucken wir mal, ob das hilft. Mäßige Erwartung für meine von Bench. Ambrosia-Wärme, okay. Immer noch chemisches Verlangen. Okay, dann noch mehr ist Ambrosia. Ah! Oh Gott. Stimmung ist besser. Sehr gut. Stimmung steigt an. Sehr gut. Ambrosia for the win. So. Vielleicht sollten wir hier auch noch eine Tür reinmachen. Aber so mit so einem Schlenker drin, damit die nicht hier reinschießen können, wenn die Tür kaputt ist. So, sind die Pumpen fertig? Eine hier, die ist fertig. Die ist fertig. Die ist fertig. So, das dauert jetzt... Tage, also in Spieltage, bis sich der Horizont hier der Radius erweitert. Und zwar dauert es 8 Tage, bis ja eine Stufe weitergeht. Und das wird, keine Ahnung, Wochen, Monate, wahrscheinlich Jahre dauern, bis hier alles trockengelegt ist. Aber dann können wir hier vernünftige Räume draus machen. Oh, das psychische Brummen hat aufgehört und Kerstin ist wieder. Super.
X-Mann Carsten, minus 12. Super dabei hier. Hungrig, leichte Schmerzen, krank, musste Nussi zurückweisen, gestörter Schlaf dreimal. Ansehnliches Krankenhaus, nettes Esszimmer, Ambrosia, Wärme, geräumige Umgebung, entspannt. Meinung vom Bench. Okay, in der Nähe. Oldschool Interstellar. Okay. Okay, wir haben eigentlich noch überhaupt gar kein, weder Geld, noch haben wir groß irgendwelche, was wir verkaufen könnten, wären die Textilien hier. Weil wir auch schon wieder neue fast fertig haben. Carsten schläft. Okay, schicken wir mal Jefim zum Handeln. So, also. Da würden wir eine Menge Geld kriegen, zumindest schon mal. Und Alpaka-Wolle könnten wir auch verkaufen. Nee, könnten wir kaufen. Warte. Ah, so ist das. Okay. Okay, also das sind hier so die Sachen. Die Plattenrüstung aus Stahl. Mütze. Psychischer Folienhelm. Stammeskopftuch aus Stoff. Cowboyhut aus Stoff. Ich glaube, wir behalten mal die Alpaka-Wolle. Daraus können wir Sachen machen. Und verkaufen nur das Zeug hier, weil dann kriegen wir ein bisschen Geld und vielleicht kommt ja ein anderer Händler, der uns Sachen verkauft, die nützlich sind. Weil hier irgendwie den Scheiß kaufen, habe ich keinen Bock drauf. Meerschweinchenfell verkaufen wir, Elefantenhaut verkaufen wir. Das ist alles viel zu wenig, als dass wir daraus irgendwas machen könnten. Und kaufen mal genau so viel, dass wir alles Geld kriegen, was er hat. So. Da hat er das Geld hingelegt, sehr schön. So, könnt ihr hier mal weitermachen? Das ist irgendwie wichtig, dass ihr das fertig baut. Bauteile habe ich doch noch, ne? Ja, 23 noch, siehst du. Müssen aber bald mal wieder neue Bauteile herkriegen, irgendwie. So. Was ist denn mit mir? Wo ist mein Bedürfnis? Leichter Entspannungsmangel, leichte Schmerzen, wurde beleidigt. Was für eine schreckliche Person. Krank, gestörter Schlaf, Wunsch nach Luft. Wahrscheinlich ist die schreckliche Person Bench. Oder Carsten. Wahrscheinlich Bench. Okay. Forschung abgeschlossen, Röhrenfernseher, Forschungsmenü. Wo ist der Flachbildfernseher? Da. Dann können wir hier vielleicht einen Röhrenfernseher einbauen. So ins Krankenzimmer, wäre das eine Idee? So. Kommode aus Holz. Ach so, wir haben ja kein Holz. Ach, wir haben kein Holz, weil Nussi krank ist. Ah, oh, ist logisch. Okay. Wenig Medizin. Behandlung benötigt. Warte mal. Waldarbeit. Ja, nee, sind alle anderen auf 2. So, jetzt kann Nussi fernsehen. Toll, Hand. Guckt er Fußball? Es klingt, als ob er Fußball guckt. Ansehnliches Krankenhaus, nettes Esszimmer, bla bla bla. Meinung von Bench.
Tap, di, dap, 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 dap. Da, dap, dap, dap. Hier mal die Bäume ab, sonst fressen die Hühner das alles weg. Oh, hier ist auch noch Ambrosia. Ah, und hier fehlt Strom. Und ich glaube, wir packen hier auch besser noch so ein... Dingens rum. Okay. Hier rum auch. So. Bin mir nicht sicher, ob die da drin überhaupt so sinnvoll sind, aber nur für den Fall, dass jemand wieder ins Innere reinkommt. Verrücktes Wasserschwein zum Beispiel. Die verrücktes Wasserschwein. Siehst du, das müsste jetzt in die Killbox laufen und da ist noch nichts. Toll. In der Killbox. Das müssen wir jetzt einzeln alle wieder ansteuern, dass sie hingehen und das Wasserschwein abschießen. Jefim hat immer noch nichts hier. Carsten aber. Oh nein! Bench gegen das Capybara. Cool. Sehr gut. Jetzt kommt ihr alle raus, wo Bench schon im Nahkampf ist. So, das kannst du mal reintragen. Dann lege ich das nicht hier rum. Sehr gut. Spitz 22 Minuten, also 8 Minuten. Können wir noch? Hier ist schon einiges passiert. Schlafkrankheit. Wir hatten Kerstins nahen Nervenzusammenbruch. Wir haben die Neuerfindung des Fernsehens entdeckt. Klingt wieder nach Autorennen oder so, keine Ahnung. Wir brauchen ein eigenes Forschungszimmer für Carsten. Die fühlen sich immer gestört, wenn er da reinläuft und forscht. So, mal gucken, wie der Kampf zwischen Bench und einem Capybara ausgegangen ist. Würde mich jetzt mal interessieren. Leichter Blutverlust, ganzer Körper, Oberkörper, Kratzer. Zweimal mit der Pfote, linke Schulter, Kratzer, Wasserschwein, Pfote. Linkes Bein, Biss, Wasserschwein, Zähne, Kratzer, Wasserschwein, Pfote. Okay, aber alles gut verbunden. Sehr schön. Vertragsverhandlungen, nein, interessiert mich. Hungernde Tiere, das ist aber nicht gut. Warum hungert ihr? Okay, dann machen wir hier wieder einen Tiere-sollen-Essen-Raum. Warte mal, Zonen, wo war das? Zuweisung? Puh. Kerstin. Ein Getränk pro Tag. Machen wir Kerstin mal uneingeschränkt. Das ist eine gute Idee. Gucken wir mal, was passiert. Okay. So, aber da wollte ich nicht hin. Ich wollte zu den... Hierhin, Gebiete verwalten. Neues Gebiet. Umbenennen. Tiere. Notessen. 1. Ah! So.
So, Architekt, zack, Tiere, Notessen. Machen wir mal eine Gegend, wo keine Sachen liegen, die wir selber essen wollen. So, dann machen wir die Tiere auf Tiere Notessen. Kann das sein, dass sie hier schon alles leer gefressen haben? Naja, vielleicht im Zusammenhang mit, ich habe schon zu viele von den Sachen reingeschleppt und jetzt, ach, der Nussi ist krank, darum kann er hier nichts anpflanzen. Das ist das Problem. Om nom nom. So, dann können wir die wieder zurückschicken, die Tiere. Dann sollten wir vielleicht mal so und so viel, genau, so und so viel Sachen hier im Stall aufbewahren von den Lagerzone. Hier haben wir unsere Eierzone reingelegt, ne? Ah ne, das liegt da nur zufällig, das Ei. Das ist sehr interessant. So, hier können wir ein bisschen was hinlegen. Und hier können wir ein bisschen was hinlegen. Und zwar Lager, Priorität kritisch. Alles löschen. Heu. Und Kibbel, wo ist Kibbel? Trockenfutter da. Und hier auch alles löschen. Heu, Trockenfutter. So, wenn er die beiden voll macht, dann müssen wir das hier, aber das haben wir schon, ne? Das ist schon auf niedrigere Priorität. Wir haben auch vielleicht ein bisschen viel zu viele Küken mittlerweile, weil wir die ganzen Eier immer ausbrüten. Sind vielleicht ein bisschen viele Küken. Vielleicht sollten wir mal, keine Ahnung, Hühnersuppe machen oder so. Okay. Oh, der ist fertig geworden. Immerhin eins ist fertig geworden hier. Dann müssen wir gleich vielleicht beim nächsten Mal Behandlung benötigt, Taikonussi. Hochzeit steht an. Bench hat Kerstin einen Heiratsantrag gemacht. Kerstin hat zugestimmt und die beiden sind jetzt verlobt. Irgendwann in den kommenden Tagen oder Jahreszeiten werden sie ihre Hochzeitszeremonie abhalten und alle Kolonisten dazu einladen, sogar Carsten. Überlege dir, einen Hochzeitsplatz aufzustellen, wenn du kontrollieren willst, wo die Zeremonie stattfindet. Kerstin, Ingenieurin, wird ihren Nachnamen in vier ändern. Ich weiß nicht mehr zu diesem Zeitpunkt, ganz ehrlich. Aber okay. Warum nicht? Aber das ist vielleicht eine schöne, erfreuliche Note, um das Video zu beenden. Ihr kennt das Spiel, drückt den Daumen und die Glocke und subscribt dem Kanal. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, hallo, es ist das nächste Mal. Ciao.